Das Friedrich-Miescher-Laboratorium in Tübingen ist eine Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft. Der Mediziner Friedrich Miescher ist Namenspatron der 1969 eingerichteten Institution. Er entdeckte im 19. Jahrhundert an der Universität Tübingen die Erbsubstanz von Lebewesen und wurde Wegbereiter der modernen Evolutionsbiologie. Sie bildet das Rückgrat der vier am Friedrich-Miescher-Labor in Tübingen arbeitenden Forschungsgruppen, die sich heute mit Fragestellungen der modernen Genetik befassen. Neueste technische Ausstattung trifft auf unbändigen Forscherdrang der hier arbeitenden jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Arbeiten internationale Strahlkraft haben. Doch das war nicht immer so. Eine der zentralen Herausforderungen in den späten 1960er Jahren war, dass in Deutschland immer mehr Forscherinnen und Forscher das Land verließen, um im Ausland Karriere zu machen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wollte die Max-Planck-Gesellschaft für den Forschungsnachwuchs zeitgemäße Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten schaffen, die denen im Ausland mindestens ebenbürtig waren. Das Ziel: Es sollte hierarchiefrei und thematisch ungebunden geforscht werden können. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten ihr fachliches Potenzial in selbstverwalteten Forschungsgruppen voll ausschöpfen. Die Max-Planck-Gesellschaft wurde mit diesem Konzept zum Vorreiter in Europa. Unter ihren Mitgliedern befinden sich bekannte Namen wie Christiane Nüßlein-Vollhardt, die 1995 für ihre Forschung zur genetischen Steuerung der Embryonalentwicklung mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde. Wir haben losgelegt und wir haben sehr, sehr effizient forschen können, ohne uns um andere Sachen kümmern zu müssen. Die Selbstständigkeit war schon unglaublich wertvoll. Und viele Stellen gab es nicht von dem Typ. Und ich war sehr glücklich, dass ich die hier kriegen konnte. Ich hatte allein das Recht, Leute einzustellen und mit denen zu arbeiten. Und wir hatten einen zugewiesenen Platz und wir konnten das einteilen, wie wir wollten. Wir hatten eine sehr große Freiheit und wir haben alles selbst regeln können. Der Neurobiologe Heinz Wessle erinnert sich an zahlreiche wegbereitende Erkenntnisse, die in den 1970er Jahren am Friedrich-Miescher-Labor ihren Anfang nahmen. Sie haben die medizinische Grundlagenforschung nachhaltig mitbestimmt. In erster Linie steht natürlich Frau Nüßlein-Vollhardt, die Nobelpreisträgerin. Aber zum Beispiel Sachen, die nicht so bekannt sind in der Öffentlichkeit, zum Beispiel die Arbeitsgruppe von Reinhard Kurt. Reinhard Kurt wurde dann Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes und nachfolgend Präsident des Robert-Koch-Institutes. Also zwei ganz entscheidende Positionen in der medizinischen Forschung in Deutschland. Weiterhin ein Mitarbeiter, Johannes Löber, wurde dann auch Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes. Das heißt also, das Friedrich-Miescher-Labor hat nicht nur an Universitäten oder in die Max-Planck-Gesellschaft ausgestrahlt, sondern auch eben in Institutionen, die enorm wichtig sind für die deutsche Gesundheitsforschung. Mittlerweile blickt das Laboratorium auf 8 erfolgreiche Forschergenerationen und 34 Forschungsgruppen zurück, die vom geschäftsführenden Direktor und Molekularbiologen André Lupas für die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts modernisierten Strukturen des Instituts befassen sich heute unter anderem mit Fragen zu molekularen Mechanismen in der Evolutionsforschung. Die Gründungsidee war, den Zwischenraum zwischen der Assistentenstelle und der ersten Professur zu überbrücken und vielversprechenden jungen Wissenschaftlern zu ermöglichen, ihre Forschung ungebrochen weiterzuführen in einer Periode großer Unsicherheit in ihrer Karriere. Es war also der Versuch, eine wirkliche Brücke zu schaffen. Die Forschungsgruppe um Patrick Müller beschäftigt sich mit der Selbstorganisation von Zellen während der Embryonalphase. Er möchte herausfinden, wie es Zellen schaffen, sich durch Wege geregelter Kommunikation zu koordinieren und zu organisieren. In meiner Forschungsgruppe wollen wir herausfinden, wie aus einem Zellhaufen ein ganzer Embryo entsteht. Und dafür untersuchen wir insbesondere Wachstumsfaktoren, die von den anfangs sehr ähnlichen Zellen ausgeschüttet werden, durch den Embryo wandern und dann an Rezeptoren, an spezifische Rezeptoren auf der Oberfläche von Zellen binden und dort bestimmte Gene anschalten, die letztlich für die Ausbildung bestimmter Zelltypen, Gewebe und Organe zuständig sind. Eines seiner neuesten Forschungsprojekte befasst sich mit der Frage, warum bestimmte schwere Krankheiten entstehen können, wie zum Beispiel Krebs. Ihn interessiert, welche Signal- und Kommunikationsprozesse zwischen Zellen zum Beispiel für die Entstehung von abnormem Zellwachstum verantwortlich sind und wie man diese Wachstumskette gezielt stören kann. Wir wollen entwicklungsbiologische Prozesse so genau verstehen, dass wir sie am Computer nachbilden können, um letzten Endes
künstliche Wachstumsfaktoren und vielleicht sogar künstliche Gewebe herstellen zu können. Und dafür arbeitet meine Forschungsgruppe stark interdisziplinär. Von der klassischen Entwicklungsbiologie bis zu moderner Biochemie und computergestützten Berechnungen. Eine weitere Forschungsgruppe, die von Felicity Jones, analysiert Mechanismen der Weitergabe und Unterdrückung bestimmter Erbinformationen in Lebewesen. Molekulare Mechanismen der Anpassung und Spezialisierung ist auch der Name ihres international ausgerichteten Teams. In meiner Forschungsabteilung untersuchen wir, welche Veränderungen von Erbinformationen die Anpassungsfähigkeit eines Lebewesens an sein unmittelbares Lebensumfeld bestimmen. Eine kürzliche Veröffentlichung von Felicity Jones beschäftigte sich mit der Frage, warum und wie sich Gene in Lebewesen aufgrund von Umwelteinflüssen verändern können und welche Merkmale das sind, dass in nachfolgenden Generationen sich eine Art verändern und anpassen kann. Unser Augenmerk liegt vor allem auf der Steuerung der Aktivitäten von Genen. Man nennt diesen Vorgang auch Genexpression. Sie bestimmt, ob, in welcher Menge und zu welcher Zeit bestimmte Erbinformationen in einer neuen Zelle gebildet werden oder nicht. Hierzu verwenden wir sehr moderne Technologien, die uns das an einer Anpassungsfähigkeit von Zebrafischen aufspüren und nachweisen lassen. Zum Beispiel fragen wir uns, wie und in welchem Umfang Umwelteinflüsse das Erscheinungsbild eines Lebewesens verändern und prägen. Dazu gehört auch, wie es Lebewesen schaffen, in einer sich verändernden Umwelt durch kontinuierliche Anpassung zu überleben. Ihr Partner Frank Chen forscht gleich nebenan. In seiner Forschungsgruppe geht es um ganz andere Fragen der Vererbung, nämlich um technische Fragen. Er arbeitet unter anderem mit Computermodellen und simuliert mit moderner Technik, welche Merkmale sich zwischen verschiedenen Generationen von Lebewesen durch das Einschalten und Abschalten von Erbinformationen herausbilden oder unterdrücken lassen. Chan ist damit technisch ganz weit vorne. Die Untersuchungen in meinem Labor zeigen, dass die Erbinformationen in den Zellen von Lebewesen, wie zum Beispiel des Menschen, nicht alle gleich sind. Zahlreiche Zellteilungen, die wir im Laufe unseres Lebens durchmachen, verändern die Struktur unserer Erbsubstanz. Das Ergebnis ist kein einheitlicher Bestand von nur einer Erbinformation, sondern vielmehr ein Mosaik aus Zellverbänden mit verschiedenen Erbinformationen. Die Ausprägung oder Unterdrückung bestimmter Erbinformationen hängt mit Schalterfunktionen in den Genen zusammen. Ein Beispiel zeigt er uns. Er hat gerade hierzu in einem international renommierten wissenschaftlichen Journal veröffentlicht. Was wir zum Beispiel in meinem Labor kürzlich unternommen haben, das ist ein Versuch der Neukombination von Erbinformationen, indem wir die Schalter aktiviert und auch wieder deaktiviert haben. Hierzu entnimmt man Körperzellen und verändert ganz gezielt einzelne der darin gespeicherten Informationen. So lernen wir, welche Gene welche Merkmale beim Menschen oder beim Tier ausprägen. Das kann zum Beispiel auch die Neigung zu bestimmten Krankheiten sein, die anhand dieser Schaltungen gesteuert werden. Haben wir uns auch nicht schon einmal gefragt, warum sich Geschwister manchmal sehr erheblich und manchmal kaum voneinander unterscheiden? Die Antwort hierauf hat John Weir, denn er forscht schon seit einigen Jahren an Prozessen, warum und vor allem in welchem Verhältnis bestimmte Erbinformationen zum Tragen kommen. Wir haben 50% von unseren Chromosomen, unser Genom kommt von jedem Elternteil. Aber was ist interessant ist, ist, welche Prozent wir bekommen von unseren Großeltern. Weil das ist nicht 25, 25, 25, sondern es wird in unsere Eltern neu vermischt. Und das heißt, wir bekommen vielleicht von einem Großeltern mehr oder weniger und es wird auch in andere Kombinationen gemacht. Für uns im Moment, das ist Hefeproteine von Backhefe. Aber diese Proteine, die funktionieren in Menschen, in Säugetiere, die sind sehr, sehr ähnlich. Und unser nächster Schritt wäre dann, die komplizierte Säugetiersystem auch zu isolieren und zu studieren, um zu schauen, vielleicht welche Konsequenzen das hat für die Fruchtbarkeit und auch für Gesundheit. Als fester Bestandteil der am Campus Tübingen etablierten Max-Planck-Institute hat das Friedrich-Miescher-Labor seit über 50 Jahren seinen festen Platz. Zukünftig soll es noch viel mehr Möglichkeiten für junge Nachwuchsgruppen geben. Es darf nicht Programmforschung entstehen.
Das war vielleicht die wichtigste Einsicht des Miescher, die absolut essentielle Rolle der wissenschaftlichen Freiheit bei der Entwicklung des Miescher-Laboratoriums. Und das ist die absolute Grundlage für ein zukünftiges größeres Laboratorium. Es muss die Unabhängigkeit und wissenschaftliche Freiheit der Gruppen absolut und bedingungslos garantiert sein. Die nächste Evolutionsstufe des Friedrich-Miescher-Labors ist also bereits in Planung. Wir dürfen gespannt sein.